das Gesetz der Anziehung und das Gesetz der Annahme. Was bedeutet das Gesetz der Anziehung? Das Gesetz der Anziehung bedeutet, dass alles, was auf der gleichen Frequenz ist, wie du schwingst, dass du das anziehst. Sagen wir mal, du hast einen richtig schlechten Tag. Meistens wird der Tag dann noch schlechter oder überhaupt nicht besser, wenn du dann nicht deine Frequenz erhöhst, also deine Energie, deine Schwingung erhöhst, werden noch mehr schlechte Dinge passieren. Du wirst vielleicht viele rote Ampeln haben, obwohl du es mega eilig hast, du wirst keinen Parkplatz finden, solche Sachen. Du kannst aber auch natürlich richtig hoch schwingen und dementsprechend, hey, alle Ampeln sind grün, wow, ich habe vor der Türe einen Parkplatz gefunden, ich habe vielleicht noch einen 5-Euro-Schein auf der Straße gefunden. Je nachdem, wie du die Welt siehst, so kommt sie dann auch wieder zurück. Je nachdem, wie deine Schwingung ist, so kommt die zurück. So wie man im Deutschen sagt, wie man in den Wald reinschreit, so halt's zurück. Das ist das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Annahme, da geht es darum, dass man annimmt, dass das, was ich gerade für einen Wunsch habe, für einen Traum habe, was ich mal möchte, dass es jetzt schon gegeben ist. Ich möchte ein neues Auto, ein weißes Auto, eine bestimmte Marke und ich nehme an, ich habe das schon. Da geht es ums Fühlen und deshalb finde ich das Gesetz der Annahme nicht leichter, aber vielleicht besser umzusetzen. Und zwar, du möchtest etwas, du visualisierst es, also du siehst es vor deinem inneren Auge, wenn du die Augen schließt, kannst du es dir genauso vorstellen und du fühlst es. Das ist das Gesetz der Annahme. Bleib mir beim Auto. Ich möchte mein Auto. Ich gehe mega ins Detail. Ich möchte zum Beispiel ein Opel Corsa, einen weißen, ich möchte Klimaanlage, ich möchte Sitzheizung, alle diese Dinge. Das, wie wir es bekommen, ist nicht unser Problem. Das macht das Universum. Wie wir was bekommen, schieben wir auf Seite. Wir wollen das und jetzt gehen wir in die Visualisierung. Wir gehen dahin, wir sitzen in unserem Auto, wir machen unsere Augen zu, wir sitzen in unserem Auto, wir fühlen das Lenkrad, wir riechen das Auto und wir merken, wie geil das fährt. Und dann kommt automatisch das Gefühl dazu von, wow, ich habe mein Auto, das fühlt sich voll Hammer an. Und das ist das Gesetz der Annahme. Du kannst auch deine Frequenz erhöhen beim Gesetz der Anziehung und dann erfüllt es sich genauso gut. Nur manchmal ist es ein bisschen schwieriger, aus diesem Trott herauszukommen, wenn man ein bisschen eine negative, depressive Phase hatte. Und zwar gibt es verschiedene Frequenzen. Ihr seht es hier auf diesem Bild. Und wenn ihr recht niedrig schwingt, dann schaut euch einfach das nächsthöhere oder das zweithöhere an. Schaut, wie ihr dahin kommt. Was muss ich jetzt dafür machen, um auf dieser Frequenz zu schwingen? Und wenn ihr dann auf dieser Frequenz seid, schaut ihr euch wieder das nächsthöhere an. Und so weiter und so weiter. Und dann, wenn ihr mal auf einer recht hohen Frequenz, auf einer recht hohen Schwingung seid, versucht die zu halten. Schaut, wie kann man die halten? Was gibt mir das Gefühl von dieser Schwingung? Was kann ich für mich selber tun? Mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein, die mir diese Schwingung geben? Und dementsprechend könnt ihr eure Schwingung halten. Dementsprechend werdet ihr immer höher und immer höher und immer höher schwingen. Und dann tritt auch das Gesetz der Anziehung leichter in Kraft für euch. Wichtig zu wissen ist, beim Gesetz der Anziehung oder beim Gesetz der Annahme, es werden immer mal negative Schwingungen, negative Gefühle hochkommen und das ist in Ordnung. Wir lassen die Gefühle Gast bei uns sein und wir lassen sie wieder gehen. Wir verurteilen diese Gefühle nicht und wir konzentrieren uns nicht auf diese Gefühle und verstärken sie nicht noch damit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist kurz und bündig. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Probiert es aus, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir auch in die Kommentare, was für Themen ihr noch möchtet, dass ich euch erkläre oder kurz aufgreife oder wo ich ins Detail gehen soll. Also, bis dann, Bussi!